Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr seht es ja schon, Final Fantasy 15. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich will es jetzt einfach wieder mal ausprobieren, ob ich noch klarkomme mit dem Game und und. Ich konnte es lange spielen, weil ich ja meine PS4 abgegeben hatte und dafür die PS4 Pro bekommen hatte. Hat ewig gedauert, bis es mal geklappt hatte, aber das habe ich schon, glaube ich, in meinem anderen Video schon mal erzählt. Aber jetzt würde ich sagen, ich habe alles runtergeladen, jeden Spielstand wieder. Wir starten einfach mal und schauen, was uns in dieser Folge denn erwartet. Oh, was war denn das für ein Spielstand? Stufe 37? Das müsste der letzte gewesen sein. Wir laden diesen Spielstand mal. Und ich hoffe, wir checken das Spiel noch. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Und ob es auch besser aussieht mit der PS4 Pro jetzt. Ich habe ja Grafik bevorzugen eingestellt. Schauen wir einfach mal. Und dann sehen wir schon, würde ich sagen. So, es läuft alles. Ton sieht sehr gut aus. Mikrofon sieht gut aus. So, hoffen wir mal, dass das alles hier klappt. Weil ich habe mit der PS4 Pro bis jetzt noch nicht aufgenommen. Ich muss auch schauen, ist das alles synchron und so weiter. Aber bis jetzt, glaube ich, sieht es alles sehr gut aus. Und ganz schön langer Ladevorgang, muss ich sagen. Stellen wir das Mikrofon noch ein bisschen weiter hoch. Genau, so müsste es eigentlich passen. So, schauen wir doch einfach mal, wo wir überhaupt hin müssen. Die Maschine finden, die Noctis Kräfte hemmt. Okay, schauen wir doch mal. Hörst du das? Was denn? Dasselbe Geräusch wie im Zug. Unmittelbar bevor du keine Waffen mehr beschwören konntest. Es ist ganz nah. Ich hoffe auch, dass ich mit der so deine Kräfte zurück. Steuerung noch klarkomme. Ist es das hier? Abgeschlossen. Das Geräusch kommt von drinnen. Wir müssen da rein. Lasst mich. So etwas haben sonst eigentlich nur MI. Ach wirklich? Habe ich noch nie drauf geachtet. Noct. Ich bin aus Niflheim. Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur meine Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Prompto. Danke. Ich hatte Angst vor meiner Vergangenheit. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Ist einer von uns. Das wäre also vom Tisch. Alles klar, so. Das ist der Königsthron hier oder sowas? Gehen wir einfach mal darin. Oder daran. Ehrenorden des Imperiums. Okay. Okay, irgendwas passiert jetzt hier. Die Maschine steht still. Noct, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Na komm, probier's aus. Okay.
Mal sehen. Na, also. Alles beim Alten. Ein Pack. Hey. Gehen wir. Komm mir nicht auf den Arsch, du. Noctis hat seine Kräfte zurückerlangt. In Söldner Bereitschaftslagern kannst du nun wieder Umbra rufen, um die Vergangenheit zu reisen. Okay. Okay, zum Hangar begeben. Oh, wow, wow, wow. Schon wieder. Ein Freund von dir? Na, du pflegst vielleicht einen Umgang. Kommt doch. Wahnsinn! Kannst du kann man. Oh, ich kann die Steuerung überhaupt nicht mehr. Geht doch. Mal hier entlang. Ich hoffe mal, dass der Weg richtig ist. Kade. Kann ich denn das nicht nehmen hier? Okay, danke. Hier geht's nicht weiter. Achso, weil da noch ein Gegner steht. Du trägst ja den Ring. Ich musste. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Okay, es lief doch ganz gut, würde ich sagen. Heben wir das mal auf hier. Gesprochen wie ein wahrer König. Wird auch Zeit. Der Ring ist eine schwere Bürde. Doch du musst sie nicht alleine tragen. So, hier geht's nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Ich muss jetzt halt ein bisschen runterstellen, es ist so laut hier, Mensch. Okay, gehen wir mal die Richtung da. Hier wird hier noch ein Weg. Ja, hier wird ein Weg.
Hey, behalt Ignis im Auge. Alles klar, ich passe auf ihn auf. Dann ist gut. Okay, das geht doch ganz gut eigentlich. Alles klar, hier ist ein Bettchen, sehe ich gerade. Gehen wir weiter. Können wir hier übernachten? Jo, wir übernachten hier mal, dann müsste eigentlich unsere Energie wieder voll sein. Und hier könnten wir auch Umbra rufen. Okay, wir übernachten jetzt mal. Wollt ihr die Fotos von heute sehen? Was denkst du denn, Prompto? Ja, natürlich nicht. Zum Hangar begeben. Okay, weiter geht's. Hier geht nicht weiter. Ich glaube, wir gehen komplett falsch, Leute. Und nun zum Kristall. Das ist leider weggesperrt. Zum Glück kann ich hier alle Türen mit links öffnen. Endlich bist du für was nützlich. Ich gehe. Meine Fresse, kleinen Penner hier. Boah. Wann kommt die denn nicht? Ich habe keine ich habe keine Ausdauer mehr. Also keine Magiepunkte mehr. Sag ich jetzt leer den Hund. Komm her. Alles klar. Ja, jetzt kommt er. Jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle schon wieder einen Cut. Sind eh schon wieder knapp 15 Minuten und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr lustig seid. Genau, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis bald, ciao, ciao. Euer Andi.